Hallo Leute, ich hatte da kürzlich mit meinem super glänzenden und reflektierenden Sony Xperia XZ Premium einen kleinen Schreckmoment und Gott sei Dank hat sich das Problem relativ einfach lösen lassen. Aber ich dachte, ich zeige euch mal, was passiert ist und vielleicht kann ich ja jemand anderem auch helfen, der in der gleichen Situation ist. Also kurz gesagt, was passiert war, ich habe das Ding in heiße Schokolade fallen lassen. Das ist natürlich immer nicht so ganz so gut. Dann habe ich es sauber gemacht, dann sah alles okay aus, ins Ladegerät ging. Und am nächsten Morgen hat der Bildschirm nicht mehr reagiert, der An- und Ausschalter nicht mehr reagiert, die Ladeleuchte hat nicht mehr geleuchtet, Kabel rein raus, hat nichts gemacht. Da dachte ich erstmal, dass wahrscheinlich irgendwo Schokolade in den Ladeport, in den USB-Typ-C-Anschluss reingekommen ist und dass die nicht mehr laden würde. Und bin dann ziemlich in Panik geraten, erstmal eine gewisse Zeit lang, bis mir eingefallen ist, dass ich das Problem ja eigentlich schon mal hatte. Und die Lösung ist wirklich super einfach und die Sony-Seite hat mir, Hilfsseite hat mir da auch ein bisschen weitergeholfen. Muss eigentlich nur den Ausschalter und die Lautstärketaste gleichzeitig für ungefähr 6 Sekunden gedrückt halten. Dann macht das Gerät einen Reset und das hat in dem Fall geholfen. Also wenn ihr so ein Problem habt, Display schwarz, keine Reaktion, auf jeden Fall mal probieren, wenn es das gleiche Problem ist. Ich hatte das jetzt zweimal in, keine Ahnung, einem halben Jahr oder so. Und ich kann es auch nicht wirklich reproduzieren, wann das passiert. Nur ist auf jeden Fall ein Versuch wert und wenn das hilft, dann funktioniert das Gerät sofort wieder ohne Probleme. Wenn es doch was mit der Batterie ist, mit Tiefentladung, es hilft dann manchmal auch, wenn man es einfach mal eine halbe Stunde laden lässt bei vielen Geräten. Hatte ich es persönlich mit dem Sony Xperia XZ Premium noch nicht. Da weist auch die Hilfeseite darauf hin. Auch ein anderer wichtiger Hinweis, wenn ihr da googelt. Ich wurde hier dann auf die Seite vom Xperia Z5 Kompakt geleitet und die schlagen dann sowas vor, dass man da ein Reset machen könnte. Da ganz vorsichtig sein, weil den Knopf gibt es hier nicht und wenn ihr dann anfängt, hier drinnen an irgendwelchen Stellen rumzupopeln mit einem spitzen Ding, dann macht ihr vielleicht euer Handy kaputt. Natürlich, wenn man dann auf die Seite vom XZ Premium geht, dann zeigt einem auch die richtige Prozedur an. Genau, mit dem. Genau, gleichzeitig den Lautstärke und den Power-Knopf für circa 6 Sekunden halten. Also es regiert da relativ schnell. Hat jetzt zweimal bei mir geholfen. Also ich hoffe, wenn ihr so ein Problem habt, dass das gleiche ist und dass euch das jetzt Menge Frust erspart, das Ding irgendwo einzuschicken oder sonstiges. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und bis bald. Ciao, ciao.